Ja, hallo und herzlich willkommen zur Heilpraktiker Psychotherapieprüfung Oktober 2020 Gruppe B. Fangen wir mit der zweiten Frage an. Hier handelt es sich um eine Aussagenkombination. Welche der folgenden Aussagen treffen zu? Ein erhöhtes Suizidrisiko gegenüber der Normalbevölkerung besteht bei einer Erkrankung an Schizophrenie, das stimmt. Depression, ganz klar, ja. Alkoholkrankheit, auch das stimmt. Anorexia nervosa, da waren sich etliche nicht sicher, aber das stimmt. Und Persönlichkeitsstörung, auch das stimmt. Und damit die Aussage E wie Emil ist richtig. Das Thema Suizid oder Suizidalität, das empfehle ich Ihnen auf jeden Fall zu lernen. Da ist fast jedes Mal mindestens eine Frage dran. Und zwar zeige ich Ihnen das jetzt einfach mal im Mindmap, welches Sie im schriftlichen Orientierungspaket erhalten. Da sehen Sie hier bei Ätiologie über 90% der Suizide erfolgen im Rahmen psychischer Störungen. Depressionen ca. 40-70%, Suchterkrankungen, also Alkoholismus, Alkoholabhängigkeit ca. 20%, Schizophrenien, immerhin noch ca. 10%, aber auch Persönlichkeitsstörungen, wie beispielsweise die emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Hier haben wir beispielsweise auch die Angsterkrankungen. Ja, und wenn Sie sich hier mit der Anorexia nervosa beschäftigt haben, dann wissen Sie auch wahrscheinlich, dass im Vergleich zur Normalbevölkerung eine auf das fast sechsfache gesteigerte Mortalitätsrate, also sprich Sterblichkeitsrate, vorherrscht. Und bei ca. 20% der Todesfälle handelt es sich um Suizide. Ja, und merken Sie sich noch zur Anorexie, dass viele Anorektikerinnen zumindest zeitweise zusätzlich unter einer depressiven Symptomatik leiden. Es kann durchaus sein, dass es auch immer mal wieder in der Prüfung gefragt wird oder auch schon gefragt worden ist nach Komorbidität bei Anorexie. Also Anorexie in der schriftlichen HPP-Prüfung ist immer mal wieder Thema gewesen. Es kam regelmäßig dran, deshalb Anorexie, Bulimie und eventuell auch Binge-Eating-Disorder, dass Sie sich das auf jeden Fall anschauen, dass Sie die Störungen voneinander deutlich abgrenzen können und dass Sie auch die Hauptsymptome bzw. die typischen Symptome dieser Essstörung kennen. Also zweitens, Emil ist richtig.